Sehr gut, schlag einen Ball. Oh no! Liebe Golffreunde, Ihr Golfpro George hier. Unglaublich, plötzlich ist Winter geworden. Das ist deutsches Wetter. Auf mein Video heute steht eine Trainingseinheit mit einem unserer Anfänger. Eine Trainingsstunde, in der ich über viele interessante Schwerpunkte des Golfschwungs gesprochen habe. Und ich bin mir sicher, das wird euch allen helfen, den Golfschwung besser zu verstehen. Ich habe auf einen Titel ausgesucht und ich konnte nicht was Besseres finden. Von Hacker zum Golfer. Bleiben Sie dabei, unser heutiges Video ist der Hammer. Sehr gut, schlag einen Ball. Typisch Anfänger. Was macht eine Anfänger? Eine Anfänger versucht, den Ball zu schlagen, nur mit den Händen. Ohne Körperbewegung, ohne Gedanken an einen Schwung. Das ist das größte Problem. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist immer schon durchschwingen. Endposition, also wir lernen mit dem Körper zu drehen und wenn wir das lernen, wenn wir lernen den Körper richtig zu drehen und die Endposition hier zu behalten, wir lernen dann den Schwung von hier zurück. Wie weit gehen wir diese Seite, das ist abhängig von unseren Fortschritten. So mein Vorschlag, wir schlagen Bälle mit kleinen Ausholbewegungen, so klein und einfach rollen. Stehen bleiben. Dann nächster Ball. Klein ausholen und rollen. Es ist viel leichter, denn die leichteste Bewegung ist diese Putting-Bewegung. Also Minigolf hat jeder gespielt. Und wie Minigolf, wir bewegen nur den Schläger hier und hier. So mit Gedanken an Minigolf, wir machen diese Geschwindigkeit halten, durchschwingen. Und das wird uns die erste Bewegung geben. Das heißt, wir haben schon eine Schwung. Zweiter Versuch, einen Schwung auszuführen heute. Drehen, drehen, drehen. Sehr gut. Mach noch eine. Das wird dein dritter Versuch. Wir werden sehen, wie dein Schwung sieht nach drei Versuchen. Klein, schön durchschwingen, drehen, 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 drehen. Sehr gut. Bei dem nächsten Schritt versuchen wir, unsere Ausholen ein bisschen größer zu machen. Und mit Hilfe dieses Seiles, das ist die Ausrichtungslinie, wir drehen den Schläger, so der Schaft ist parallel zum Boden, parallel zu der Ausrichtungslinie und ein bisschen höher. Und von da, wir treffen die Seile. Aber wir schwingen eben bis zu der Endposition. Endposition ist besonders wichtig, ist der A und O an unserer Bewegung. So drehen, treffen, Endposition. Die Hüfte mitzubewegen ist besonders wichtig. So, du hast zwei Ziele. Den Boden zu treffen, Parallellinie, Boden treffen, Endposition. Die Endposition ist deine Nummer 1 Ziel. Nochmal. So, wir drehen den Schläger. Stopp. So, da ist parallel zu der Seile, richtig? So, da ist der Schaft parallel zu der Ausrichtungslinie. Nochmal von Anfang an. Gut, parallel zu der Ausrichtungslinie und schwingen. Eins, zwei. Nochmal. Parallel zu der Ausrichtungslinie und schwingen. Eins, zwei. Versuch nochmal, die Seile zu treffen. Das ist wichtig. Ja, und Boden. Sehr gut. Du hast die Seile sehr gut getroffen jetzt, ja? Mach noch einmal. Seile treffen, gleichzeitig durchschwingen. Eins, zwei, du bist bereit für die Bälle, komm. Da, wo der Ball liegt, ist genau wie eine Wand. Unser Körper muss in so einer Position sein, das erlaubt uns mit Kraft gegen diese Wand zu schlagen. Und wir bemerken, wir haben mehr Kraft, wenn der Oberkörper hinter der Wand ist. Wir haben mehr Kraft, wenn der rechte Arm leicht gebeugt ist. Und wir haben mehr Kraft, wenn die Hüfte dabei sind. Also wir drehen die Hüfte mit, unser Gewicht ist links, dann sind wir in einer Lage, mit mehr Kraft gegen den Wand zu schlagen. Über den Ball und da, wo der Wand ist, ist der Ball, ja? Du musst mit deinem Kopf rechte Seite bleiben, die Hüfte bewegen mit. Ja, genau, die Hüfte bewegen mit. Ja, da du hast mehr Kraft dann, oder?
So der Kopf bleibt rechte Seite. Sonst du hast nicht diese Möglichkeit, den Wand zu schlagen. Mach das nochmal. Ja. Sehr gut. Wir gehen zurück zu der Bälle. Bis Treffmoment. Sehr gut. Der Kopf bleibt länger zu der rechten Seite. Genau. Nochmal. Ich möchte den Kopf rechte Seite sehen. Sehr gut. Das ist perfekt. Mach das nochmal. Puh, das ist schon Profi-Ding. Mach nochmal, nochmal bis Treffmoment. Lass den Kopf rechte Seite. Genau, lass den Kopf rechte Seite. Mach das noch einmal. Ist entscheidend, den Kopf recht zu lassen. Gut, und noch einen kleinen Schritt vorne. Perfekt, hab die Schläge gestreckt zum Ziel. Genau, genau, genau. Siehst du, wie gestreckt ist der rechte Arm, ja? Und die Ellenbogen sind dichter zusammen. Bevor wir Bälle schlagen, mach die Ausholbewegung, komm bis Treffmoment. Gut, Kopf weiter rechts. Ja, mach nochmal. Ausholbewegung, nur bis Treffen. Perfekt. Dann weiter bewegen und lass die rechte Schulter deinen Kopf mitnehmen. Das sieht sehr gut aus. Mach das nochmal. Bis Treffmoment. Ja, lass die rechte Schulter deinen Kopf mitnehmen. Wir unterstützen den Schläge-Kopf-Bewegung. Also der Schläge-Kopf ist schwer. Genau, genau. Mach das noch einmal. Du brauchst Bodenkontakt. Bodenkontakt. Genau, 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 genau. Schlag einen Ball. Genau so. Wir drehen mit ein bisschen mehr Geschwindigkeit jetzt. Aber nicht extrem. Sehr gut. Wie war dein Gefühl? Meine Damen und Herren, von Hacker zum Golfer, vielen Dank an Justus für diese Leistung. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann macht mir einen Daumen hoch und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Viel Spaß!